Die Wächter treffen per Schiff in der Bucht von Bilgewasser ein. Der schwarze Nebel breitet sich so weit aus, wie das Auge sehen kann, und verschleiert die Sicht auf die Insel. Vor dir blockiert eine Flotte Kriegsschiffe die Zufahrt zum Hafen. Was ist denn hier los? Sieht aus wie eine Blockade. Diese Schiffe bedeuten, dass wir es ernst meinen. Wir haben genug Feuerkraft, um diese Insel von der Karte zu pusten. Wer auch immer das ist, scheint unsere Fessel zu haben. Da! Sinner deutet auf den Nebel, der in den Passagierraum des größten Schiffes fließt. Wie wäre es, wenn wir sie höflichst danach fragen? Dann können sie ihm keinesfalls Nein sagen. Klar, Bilgewasser soll für seine warmherzige Gastfreundschaft berühmt sein. Da du gerade davon sprichst, Wayne, ich bin zufällig aus Bilgewasser. Und? Ich will da nicht angeben, aber der alte Malcolm Graves ist eine große Nummer in dieser Stadt. Ein Name, der allen auf dem Schiff sicherlich was sagen wird. Soll ich mal an Bord gehen und ein paar Sachen mit dem Kapitän klären? Hihi, also ich glaube, der rauchende Grobian versucht, dich zu beeindrucken, Wayne. Wird er das die ganze Zeit versuchen? Beschwer dich nicht, wenigstens macht er sich nützlich. Ich sehe mir das Schiff mit Graves an. Wayne und der Neuling, ihr kommt mit. Gwen, du auch. Lass mich raten. Lucian, du gehst mit den anderen los und untersuchst die Stadt. Und ich darf mir dann die ganze Zeit Sorgen machen, weil du auf einem Schiff voller verbrecherischer Altersschneider bist? Auf keinen Fall. Mit Verbrechern komme ich klar. Da hast du den gefährlicheren Job. Findet heraus, was in der Stadt los ist. Da gibt es jede Menge Tumult. Das ist Vigos Handschrift. Aber... Du weißt, ich liebe dich, Schatz. Sena küsst Lucian auf den Mund. Er schmilzt sofort dahin. Oh, sie hat es schon wieder getan. Du folgst Graves an Bord und in den düsteren Passagierraum. Ihr guckt nur zu. Ich zeige euch schnell, wie wir im alten Bilge Geschäfte machen. Hallo? Jemand zu Hause? Hier ist Malcolm Graves. Keine Bange, das ist kein Überfall. Ich möchte mit dem Kapitän. Sieh mal einer an, was die Flut angespült hat. Den verdammten Malcolm Graves. Sarah Fortune, oh, verdammt nochmal. Was machst du denn hier? Und seit wann hast du eine ganze Armada an Kriegsschiffen? Als andere daran Interesse bekamen, mir die Kontrolle über Bilgewasser streitig zu machen. Ich habe beschlossen, den Ort abzuriegeln, bis das Chaos beseitigt ist. Willst du uns nicht deine Ganoven vorstellen, Graves? Ja, Wayne und die anderen, das ist Sarah. Bist du nervös, Malcolm? Hast du vielleicht was zu verbergen? Im Bruchteil einer Sekunde verdunkelt sich Miss Fortunes Miene. Sie drückt Graves ihre Pistolen mitten ins Gesicht. Was bezahlt Gangplank dir? Was? Ich arbeite für keinen Gangplank. Sag dieser Hafenratte, dass deine Tage gezählt sind. Niemand versenkt Sarah Fortune. Gangplank und ich sprechen kein Wort voneinander. Und auch nicht miteinander. Ich kann diesen orangen fressenden Schweinehund nicht leiden, das weißt du. Was ich weiß, ist, dass du gerade auf meinem Schiff bist. Mit einer schicken neuen Ausrüstung und einem teuren Söldnerteam. Es gibt nur einen Mann diesseits von Piltover, der das Geld dafür hat. Sag mir jetzt, was er vorhat, sonst rauchst du diese Zigarre gleich durch ein neues Loch. Du bist verrückt. Was ist los mit dir? Sarah, darf ich sie Sarah nennen? Wir sind keine Söldner, wir sind Wächter des Lichts. Wächter des Lichts? Das soll ich glauben? Ich habe in meinem Leben nur einen Wächter kennengelernt und der war ganz anders als ihr. Er war... Senna, du hattest recht. Er ist es. Lucian? Ich hatte gerade über dich gesprochen. Ich nehme an, das ist deine Crew? Ja, könntest du es bitte unterlassen, sie zu töten? Wir brauchen gleich jede Waffe, die wir aufbringen können. Sarah Fortune nimmt ihre Pistolen aus Graves Gesicht. Lucian, kennst du diese Frau? Ja, weißt du noch? Ich hab dir mal erzählt, wie ich mit Olaf auf dem Schiff war. Und Sarah war auch da. Und da stießen wir auf Hekarim. Hekarim? Wann hast du ihn getroffen? Das ist eine sehr lange Geschichte mit vielen Beteiligten, Liebling. Können wir das später besprechen? Wichtig ist, was ich herausgefunden habe, dass Viego bereits hier ist. Viego? Der ist wieder im Bilgewasser? Als ob ich nicht schon genug Probleme mit Gangplank hätte. Was will er hier? Wir glauben, dass er etwas sucht, das für ihn sehr wichtig ist. Etwas an Bord deines Schiffes. Habt ihr in der letzten Zeit Beute gemacht? Hab mir deinen Fisch Wasser. Raven, hol mal die letzte Beute. Miss Fortunes erster Maat Raven schleppt einen Haufen kürzlich beschaffter Schätze in die Kabine. Darunter befindet sich eine Messingglocke, die von sich windenden schwarzen Nebel bedeckt ist. Da, Miss, noch eine Fessel. Fessel? Ein Teil der Seele der gestürzten Königin. Viego sucht es und nimmt dabei die Welt auseinander. Der gestürzte König vermisst also seine Frau, wie romantisch und wie verzweifelt. Vielleicht verzweifelt genug, um mir das zu geben, was ich will. Raven, lass die Planke runter. Ich gehe an Land. Was machst du da? Unseren gestürzten Freund finden. Ich glaube, wir zwei haben dringend was zu besprechen. Was? Sarah, nein! Halt dich von diesem Typen fern! Er ist... Bevor man vernünftig mit ihr reden kann, packt Miss Fortune die Fessel und verlässt das Schiff.
Na, Lucian, deine alte Seebärin hat gerade die Fessel genommen und ist los, um Wege zu finden. Hast du was dazu zu sagen? Wir müssen mit ihr reden. Gehen wir. Die Wächter folgen Miss Fortune ans Ufer, um die Fessel wieder zu beschaffen. Dein berühmter Nana war echt gerade gezogen, Graves. Sie hat dir wirklich aus der Hand gefressen. Irgendwas ist mit ihr passiert. Sarah Fortune war schon immer die skrupellose, hinterhältigste und mieseste Halsabschneiderin auf diesen verdammten Inseln. Aber jetzt scheint etwas nicht mit ihr zu stimmen. Ja, sie scheint ein wenig neben sich zu stehen. Zwischen ihr und diesem Gängling scheint dicke Luft zu herrschen. Weiter vorne in der Werft steht Miss Fortune mit der Fessel in der Hand und hält nach jemandem im Nebel Ausschau. Da ist ja unsere kleine Ausreißerin. Vorsicht, wenn du jemanden wie sie in die Ecke reibst, dann hast du schnell eine Ladung Blei im Gesicht. Sarah, was hast du auch mit Wege vor? Lass es sein. Sein lassen? Ha, das ist dein Ratschlag? Weißt du, was ich in den letzten Monaten durchgemacht habe? Wie viel ich verloren habe? Wie oft ich fast tot am Grund der Bucht gelegen hätte? Und jetzt geht der gestürzte König in meinen Hafen vor Anker und ich soll diese Gelegenheit ignorieren? Dieser ganze Krieg, dieser Machtkampf mit Gangplank, ich könnte ihn noch heute beenden. Schlechte Idee, lass dich nie mit Monstern ein, insbesondere nicht mit diesem. Falsch, ich weiß, wozu er in der Lage ist und ich kann ihn benutzen. Er kann nicht benutzt werden. Ich habe ihn und seine Schattenfürstin auf der ganzen Welt verfolgt. In der Hoffnung auf einen ruhmreichen Tod. Nicht einmal den haben sie mir gewährt. Er hat die ganze Urseele von Ionia zerstört. Warum glaubst du, dass du eine Chance hast? Stimmt. Vegas Macht ist größer als der Himmel selbst. Alles, was ihm begegnet, zerstört er. Hört mal, ihr scheint alle sehr nett zu sein. Aber in Bilgewasser wird netten Leuten die Kehle durchgeschnitten und die Halsabschneider bekommen die Beute. Ich habe nicht vor, bei dieser Sache zu verlieren. Verlieren? Die Wächter schlagen Graunächte seit tausenden Jahren nieder. Wieso glaubst du, dass wir verlieren werden? Nimm es nicht persönlich, Lucian. Bist du sicher, dass du weißt, woher der Wind weht? Ja, das tun wir. Wenn Isolde mich nicht die ganze Zeit angelogen hat, weiß ich, dass es unser Schicksal ist, Viego zu stellen und seine Herrschaft zu beenden. Mach es zu deinem Schicksal, Sarah. Bekämpfe Viego mit den Wächtern. Steh auf der richtigen Seite. Und wenn wir gewinnen, was dann? Ich komme hier zurück und schlage mich mit Gangplank rum. Klingt nicht nach einem Ende wie im Märchen. Wenn du Bilgewasser von dieser Graunacht befreist, werden dich alle respektieren. Sie werden wissen, wie stark du bist und werden dir bis ans Ende der Welt folgen. Die Menschen werden deinen Namen auf ewig ehrfürchtig aussprechen und deine Gegner werden schändlich in Vergessenheit geraten. Verdammt, das war gut. Das war ja sogar ich eine Sekunde lang begeistert. Sprich mich nicht an. Na schön, ich wollte sowieso nicht mit dir reden. Miss Fortune hält inne und denkt über ihre Optionen nach. Ihr alle habt überzeugende Argumente vorgebracht. Und obwohl ich nicht glaube, dass ihr auch nur eine klitzekleine Chance habt, will ich mir ansehen, wie das ausgeht. Wenn ihr den gestürzten König ausschaltet, gehört die Fessel euch. Eigentlich könntest du sie uns jetzt geben. Wahrscheinlich wäre das am vernünftigsten. Ich werde den Schatz fürs Erste behalten. Denn wenn ihr den gestürzten König nicht erledigt, kann ich mir damit meinen schönen Arsch retten. Entschuldigung, zwei Moment, Sarah. Was meint ihr? Sie scheint mir nicht mehr die alte Sarah zu sein, die ich kannte. Keine Ahnung, ob sie ihr Versprechen hält. Warum besteht sie darauf, die Fessel zu behalten? Das Ganze ist mir suspekt. Ich muss zugeben, ich würde ihr nicht den Rücken zuwenden. Aber wenn du ihr Vertrauen gewinnen kannst, steht sie dir als mächtige Waffe zur Seite. Okay, Fortune, wir machen es auf deine Art. Wir finden Viego, kämpfen gegen ihn und besiegen ihn. Aber dann musst du auch deinen Teil der Abmachung erfüllen. Und was das Auffinden des Herrn angeht? Eine Halsexplosion aus schwarzem Nebel fegt aus den Docks vor euch in die Werft. Ein strenger Geruch von verwesenem Fisch und das faulige, muffige Aroma der Graunacht steigen dir in die Nase. Da unten, im Schlachterhafen, da ist eine Spur. Die Wächter stürmen in Begleitung von Miss Fortune in das beengte Chaos der Docks. Ein heilloses Durcheinander aus menschlichen und unmenschlichen Schreien dringt aus dem schwarzen Nebel vor dir. Jede Menge Nebel, viele Schreie. Dieser Weg führt auf jeden Fall zu Viego. Was ist das für eine Matsche, in der ich dauernd trete? Das wären Fische in der Reihen, Fräulein. Die Gegend heißt ja nicht umsonst Schlachterhafen. Oh, meine Güte, ich muss mich... Wie nennt man das? Übergeben? Ja, das war's. Ich muss mich übergeben. Ich wollte gerade sagen, die Vorstellung, knöcheltief durch Fische in der Reihen zu warten, mag einige Menschen nicht verlockend zu scheinen. In diesem Viertel gibt es die besten Kneipen im Bilgewasser. Nur die Einheimischen wissen, wo sie sind. War das für mich bestimmt? Wenn ja, lehne ich dankend ab. Keine Zeit für Streifzüge, Graves. Ich glaube, da vorne sind Geister. Viele Geister. Klingt nach einer guten Party. Auf geht's. Du gehst ein paar Schritte und bleibst abrupt stehen, als du eine irre, vom Salz gezeichnete Stimme aus dem Nebel hörst. In die Tiefe mit euch! Oh, das ist auf jeden Fall ein Monster. Vane zieht mit ihrer Armbrust auf die wahnsinnige Gestalt. Doch bevor sie schießen kann, springt der Schemel mit gezogenen Messern weg. Und attackiert einen Geist in der Nähe.
Du stehst auf meiner Liste! Mit übernatürlicher Präzision greift die Figur den Geist an und verpasst ihm 3 schnelle Hiebe mit ihren Klingen. Obwohl die Messerstiche keine Wirkung zeigen, springt die wahnsinnige Gestalt zum nächsten Geist und setzt ihre Attacke fort. Salz in die Augen der Graunacht! Götter im Himmel, was ist das denn für ein Irrer? Jemand, der offensichtlich die Graunacht hasst. Oder Salz, ich weiß es nicht. Er heißt Pike und so nah ist er mir noch nie gekommen. Und ich dachte immer, er wäre ein Geist, den Eltern erfunden haben, damit sich ihre Kinder benehmen. Bist du auch auf meiner Liste? Natürlich bist du das. Lass dich treiben, bis du sinkst. Pike stürzt sich auf den nächsten Geist, sticht wieder ohne Wirkung auf ihn ein und wechselt erneut das Ziel. Oh, seine unsterbliche Begeisterung ist bewundernswert. Er kommt nicht voran, gibt aber nie auf. Das sollte uns allen eine Lehre sein. Die erzürnten Geister umschwärmen Pike und greifen ihn mit dunkler Magie an, die jeden Sterblichen vernichten würde. Wenige Augenblicke später taucht Pike wieder auf, unversehrt. Unheimlicher Schweinehund, der kann aber einstecken. Der kam gerade aus einem Schwarm Geister und hat nicht den kleinsten Kratzer. Sink und lass dich treiben! Ich werde mich rächen! Dieses Wesen scheint auf einem Rachefeldzug zu sein. Aber nur gegen diese Geister. Hegt er auch einen Groll gegen Viego? Zum ersten Mal richtet Pike seine Aufmerksamkeit auf die Wächter. Viego? Ja, Viego! Seid ihr Viego? Wenn ja, werdet ihr Salzwasser atmen! Nein, ich bin die Mondmutter, Aspekt des Mondes. Jene, die die Nachtfackel hochhält. Du bist Viego! Dir läuft es eiskalt den Rücken runter, als du merkst, dass Pike dir direkt in die Augen sieht und dich mustert. Neuling, sag nein! Nein! Du hast meine Leine gekappt? Wie heißt du, Leinenkapper? Oh, können wir dieses Ding nicht endlich erschießen? Nein, wartet. In ihm wirkt irgendeine Macht. Ich spüre, dass er vielleicht einen Zweck für das Gute erfüllt. Okay, Mondstrahl, ich verstehe. Du stehst über allem. Ist bestimmt schön. Wenn dein Name auf meiner Liste steht, freundest du dich mit dem Wasser an. Wie ist dein Name? Du siehst eigentlich zu Lucian und Senna. Sie geben dir Zeichen, dass du etwas sagen sollst. Sag ihm einfach einen falschen Namen. Kann doch nicht so schwer sein. Mein Name ist Jeffy. Ach, doch nicht deinen Namen. Ja, du stehst auf meiner Liste. Du hast meine Leine gekappt. Moment, ich bin nicht fertig. Mein Nachname ist Snolfel. Snootsonington. Du bist nicht auf meiner Liste? Nee, unser Neuzugang hat eine weiße Weste. Hat nie im Leben eine Leine gekappt. Wenn wir das Ding nicht töten, können wir dann endlich weitergehen? Wenn ich mich nicht vertue, ist Viego irgendwo in diese Richtung gegangen. Vane deutet auf ein Lagerhaus am Ende des Schlachterhafens, wo der Großteil des schwarzen Nebels herzukommen scheint. In diesem Augenblick strömt ein Riesenpulk Geister aus dem Lagerhaus, zerstört alles, was ihm in die Quere kommt, und jagt auf euch zu. Auf unserem Weg wimmelt es von Gefahren. So vielen Geistern können wir nicht standhalten. Glücklicherweise kennen wir jemanden, der das sehr wohl kann. Pike? So heißt du doch, oder? Ja, Pike, Abonnier des Schreckens. Warst du in meiner Crew? Wenn ja, stehst du auf meiner Liste. Wir sind Wächter des Lichts und haben unsere eigene Liste. Und wenn ich mich nicht irre, steht ein Name auf unseren beiden Listen. Viego? Der gestürzte König? Ich jage ihm meine Bude durchs Herz. Genau der. Wir sind jetzt unterwegs, um ihm eine Harponierung zu verpassen. Ich harponiere ihn. Ich werde zusehen, wie sich seine Lungen mit dem Meer füllen, während er versinkt. Okay, aber damit es dazu kommt, musst du diese Geister für uns erledigen. Schaffst du das? Pike dreht sich um und mustert den Geisterpulk, der direkt auf euch zujagt. Geister? Geister sind auf meiner Liste. Mit erstaunlichem Tempo und Elan springt Pike in die Geisterformation und absolviert ihre Angriffe, ohne mit der Wimper zu zucken. Da, das dürfte sie ein wenig beschäftigen. Da die Geister sich auf Pike konzentrieren, bildet sich um sie herum ein guter, sichtbarer Weg, der zu dem Lagerhaus am Ende der Docks führt. Als die Wächter die Geisterbande in sicherer Entfernung hinter sich gelassen haben, erreichen sie das Lagerhaus, den Ursprung der lokalen Graunacht. Okay, Wächter, Viego hat sich in diesem Lagerhaus versteckt, wie es scheint. Ich kann ihn spüren, Miss. Er ist seit dem letzten Mal stärker geworden. Ich spüre es auch. Vergewissert euch alle, ob ihr bereit seid. Viego wird sich an diesen Tag mit dem Wasser anfreunden. Sarah, diese Pistolen schützen dich ja drin nicht. Warum lässt du mich nicht diese Fessel halten? Warum? Damit ihr beide bei ihm abhauen könnt? Und mich in diesen Chaos schmoren lässt? Ich bin doch nicht dumm, Lucian. Dumm vielleicht nicht, aber definitiv paranoid. Versteck es einfach, Sarah, und bleib in unserer Nähe. Jetzt wird's haarig. Wo bist du, Liebling? Ich habe Kiste um Kiste geöffnet, kann dich aber nirgendwo finden. Egal, für unsere Liebe würde ich jedes stinkende Fischfass auf dieser Insel durchwühlen. Suchst du irgendwas? Viego dreht sich um und sieht die Wächter, Pike und Miss Fortune mit gezogenen Waffen. Senna, endlich stehst du vor mir, um deine Seele dem letzten großen König von Camerwar anzubieten. Nein, ich möchte dir eine kurze Reise ins Jenseits anbieten. Senna zielt mit ihrer Kanone auf Viego. Du würdest mich wirklich erschießen? Ist es denn das, was sie will? Erschießt ihn! Feuer frei! Ich würde es selbst tun, aber ich habe keine Waffe.
Mir gefällt deine Einstellung, Kind. Aber Einstellung allein bringt dir nicht weit. Da niemand sonst den Mumm hat, das zu übernehmen, kann ich das genauso gut machen. Miss Fortune geht auf Viego zu und kommt zwischen ihm und Senners Waffe zum Stehen. Sarah, was machst du da? Ich beende die ganze Sache. Miss Fortune greift in ihre Manteltasche und zieht die Messingglocke hervor. Reden wir, König. Fortune, nein, was machst du da? Was ist das? Du trittst mit Geschenken vor mich? Genau, ein Teil von deinem Schatzi, genau wie du es wolltest. Und als kleines Extra habe ich noch ein Geschenk für dich. All diese lästigen Wächter, die durch ganz Rune Terror gejagt haben. Was? Sarah, du miese, hinterhältige Seeschlange! Du wirst mich nicht schon wieder von meinem neuen Partner in Verlegenheit bringen? Warum tust du das? Du kannst seiner Macht nicht widerstehen. Er wird dich zerstören. Ja, darauf zähle ich. Das ist mein letztes Geschenk. Du schaust entsetzt zu, wie Miss Fortune sich wieder zu Viego dreht und ihre Arme weit ausbreitet, in der Erwartung dessen, was kommen wird. Viego nähert sich ihr von hinten und durchbohrt, fast liebevoll, ihr Herz mit seinem Schwert. Oh meine Güte, schon okay, ich kann das zusammenfliegen, du bist dann so gut wie neu. Nein, Mädchen, ich will es so. Das ist Wahnsinn, ich verstehe das nicht. Wie gesagt, ihr seid echt nett. Aber ich werde mir die Beute sichern. Auch wenn ich sie teilen muss. Siehst du, wie leicht das ist, Senna? Auch du kannst diesen sinnlosen Kampf beenden und mir überreichen, was mir gehört. Ich sagte doch, da sterbe ich lieber. Senna feuert ihre Kanone wütend auf Viego ab. Miss Fortune reagiert entsprechend darauf. Schon bald fetzen Lichtblitze und Pistolenkugeln durch die Holzkisten und Paletten im Lager aus. Splitter sausen wie Schrapnelle in alle Richtungen. Du, ich habe eine Frage an dich. Pike fixiert dich mit seinen toten Augen, während dir das Blut vom Kopf rinnt. Diese Frau, Fortune, ist sie jetzt auf meiner Liste? Daran denkst du also gerade? Stimmt was nicht mit dir? Ich muss es wissen. Steht ihr Name auf meiner Liste geschrieben? Prüfe eine generelle Liste. Okay, beruhige dich. Ich schau mal nach. Ja, ja, das ist sie. Genau da. Danke. Pike verschwindet in den Schatten, während weiterhin Geschosse an deinem Kopf vorbeifliegen. Sieh dir an, wie deine Untertanen um dich kämpfen, meine Königin. Doch keiner von ihnen könnte je verstehen, wie tief unsere Liebe reicht. Entfernen wir uns von diesem Pöbel und setzen wir unsere Wiedervereinigung fort. Mit einem zufriedenen Grinsen steckt Viego die Bronzeglocke ein. Oje, er verschwindet mit dem Teil von ihr. Fürchtet euch nicht, Wächter. Ich bin kein ungerechter König. Wenn ihr mir nicht dienen wollt, gestatte ich euch, mit eurer Freiheit zu sterben. Mit einem einzigen mächtigen Schwung seines Schwerts lässt Viego das Lagerhaus erzittern. Was passiert hier? Die Planken unter deinen Füßen brechen durch und fallen in die Bucht. Dieser dämliche Schwachkopf macht die Docks kaputt. Er will Olafs Sage mit einem epischen Ertrinken beenden. Stellt euch um mich herum, ich bringe uns mit dem Wegfinder heraus. Als du den Wegfinder aus dem Holster ziehst, fällt ein großer Holzbalken auf deine Schulter und schlägt dir das Gerät aus der Hand. Bevor du reagieren kannst, schlittert der Wegfinder durch das Lagerhaus und verschwindet dann in einem Loch im einstürzenden Fußboden. Dein Herz rutscht dir in die Hose, als du hörst, wie es in die Bucht plumpst. Neuling, du voll... Haben wir einen Plan B? Wir rennen, als würde uns der Arsch abfackeln. Du und die Wächter tauchen gerade rechtzeitig in die Bucht, um zu hören, wie das ganze Dock hinter euch ins Wasser stürzt. Du tauchst neben pitschnassen Wächtern in der Werft auf. Haben es alle geschafft? Alle außer Pike. Der ist wohl mit den Docks untergegangen. Auf Nimmerwiedersehen. Der Typ hat mir Angst eingejagt. Von hinten greift dir jemand Unfreundliches an die Schulter. Du drehst dich um und siehst einen pitschnassen, furchtbar wütenden Luschen. Du hattest eine Aufgabe, Neuling. Den Wegfinder gut aufbewahren und in diesem Falle des Falles damit rausholen. Lass den Kleinen in Ruhe. Oh, jetzt willst du den Kleinen in Ruhe lassen? Der Neuling kann nichts dafür. Ausnahmsweise. Wie kommen wir ohne den Wegfinder nach Hause? Zu Fuß? Hihi, das ist albern. Wir sind auf einer Insel. Wir müssen zurück schwimmen. Ja, ich glaube, wir müssen den Transport besprechen. Vorschläge? Ich schlage vor, wir bezahlen einen dieser Schmuggler, damit er uns zurück zum Hauptquartier fährt. Hast du heimlich Geld gebunkert? Der Rest von uns nämlich nicht. Weil ihr mich alle daran gehindert habt, diese Fessel in Zaun zu verkaufen. Idiot, dann hätten wir die Fessel nicht. Wir haben die Fessel jetzt nicht. Und auch kein Geld. Ganz schlechtes Ergebnis. Gut gemacht, Leute. Komischerweise ergibt das absolut Sinn. Nun, nach meinen Berechnungen haben wir keine Wahl. Manchmal ist es ja eine Wahl, wenn man keine hat. Meine kleine Wächtercrew? Oh, seht mal, da ist ja das Schicksal. Dein Puls beschleunigt sich, als du Miss Fortune am Rand des Anlegeplatzes stehen siehst. Bevor ihr jetzt nach euren Waffen greift, lasst es lieber sein. Meine beachtlich große Crew hat euch umzingelt. Du drehst dich um und siehst Dutzende Gewehrläufe, die hinter den Kisten auf der Werft hervorlugen und auf dich zielen. Sarah, hast du denn auch eine Ahnung, wie viel Schaden du bereits angerichtet hast? Nicht genug, fürchte ich. Wenn ich euch am Leben lasse, würde mein Ruf beim neuen König wirklich leiden. Daher... Überall um die Römer ist das Klicken von Steinschlossgewehren. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Auch mein Zeichen, Leute, anlegen! Im Bruchteil eines Augenblicks springt Pike aus dem Wasser auf den Rücken von Miss Fortune.
und zieht sie in die Bucht. Die beiden verschwinden tief unter der Wasseroberfläche. Sie sind weg. Wir gleich auch, wenn wir nicht in Deckung gehen. Die Wächter gehen an verschiedenen Positionen in Deckung, während Miss Fortune's Crew sie mit einem Geschosshagel überschüttet. Oh, Sarah Fortune legt mich heute nicht nochmal rein. Gebt ihnen Saures, Freunde. Die Wächter erwidern das Feuer. Der Beschuss hallt durch die Werft und scheint stundenlang zu dauern. Am Ende der Schießerei ist die Crew von Miss Fortune erledigt und jeder einzelne Wächter völlig erschöpft. Tja, ich denke mal, die brauchen ihr Schiff nicht mehr. Am Rand der Anlegestelle späht Gwen an der Stelle ins Wasser, wo Pike und Fortune verschwunden sind. Was glaubt ihr, wo sie hin sind? Hoffentlich können sie gut schwimmen. Alle erschrecken, als Pike mit blutverschmierten Messern aus dem Wasser hüpft. Meine Güte, was ist da unten passiert? Geht es dir gut, Mister Unheimlich? Was ist mit Fortune passiert? Meine Liste. Noch nicht zu Ende. Pike greift nach seinem Gürtel und holt einen Gegenstand hervor. Den Wegfinder. Ihr seid eine vertrauenswürdige Crew. Haha, du gruseliger, großartiger Schweinehund. Danke. Wir wollen keine Zeit verschwenden. Los, bring uns zurück zur Basis, Neuling. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Lebe wohl, Mr. Pike. Alles Gute mit deiner Liste. Gwen winkt zum Abschied. Zu eurer Überraschung tut Pike es ihr nach. Sink und lass dich treiben. Du aktivierst den Wegfinder, der deine Crew von den Inseln Bilgewassers transportiert. Kurz bevor er verschwindet, meinst du einen Hauch von Melancholie auf Pikes Gesicht zu erkennen. Augenblicke später kommt ihr wieder im Hauptquartier an, erschöpft, aber unverletzt. Wie hat euch Bilgewasser denn gefallen? Ist doch schöner, oder? Wir müssen das irgendwie wiederholen. Auf keinen Fall. Ich würde lieber tausendmal den Targon erklimmen, mitten im Winter. Ich auch. Diese kurvenreiche Dame mit den Waffen war ziemlich unhöflich. Ich bin froh, dass dieser unheimliche Typ weg ist. Der hatte ganz sicher keinen Puls. Die Sache ist erledigt. Und jetzt musst du ihn nie wiedersehen. Verzeihung. Was? Warum ist er hier? Ein blinder Passagier. Schmeißt ihn über Bord. Weiß jemand, wie dieses Ding in unser Hauptquartier gelangt ist? Vielleicht ist er uns zu nahe gekommen, als ich den Wegfinder aktiviert habe. Anders kann ich mir das nicht erklären. Schafft ihn ja endlich raus. Und wie machen wir das? Ab in die Tiefe. Bring ihn zurück nach Bilgewasser. Sofort. Überlegen wir erstmal, Senna. Da gibt es nichts zu überlegen. Was macht man denn sonst mit einem mörderischen Ghoul, der nicht sterben kann? Tada! Nein! Warum nicht? Er hat Fortune ausgeschaltet, unseren Wegfinder gefunden, Geister können ihn nichts anhaben. Das liegt daran, dass er schon tot ist, Lucian. Yep, meine Crew hat mich verrecken lassen. Viego war in meiner Crew. Hört ihr das? Er will, dass Viego stirbt. Genau wie wir. Wenn er mit dem gestürzten König machen kann, was er mit Sarah gemacht hat. Du willst etwas vereidigen, das genauso böse ist wie die Dinger, die wir töten wollen? Aber gerne doch. Aber ich muss es nicht mit meiner Anwesenheit beehren. Okay, Wächter Pike, sprich mir nach. Ich, Pike, schwöre beim Licht der Uralten. Ich, Pike, schwöre beim Licht der Uralten. Und dem Salzwasser, das durch meine Adern fließt. Und der Flut, die meinen Körper aus dem Grab getragen hat. Okay, das ist eigentlich nicht... Weißt du was? Das geht schon. Machen wir weiter.